Werkstatt-Talk. Hallo erstmal. Ja, ich bin ja immer noch in der elektronischen Bucht unterwegs, um mir hier meinen Krams für meine Holzwerkstatt zusammenzutüdeln. Unter anderem habe ich damals die hier geholt. Die ist schon ganz gut, aber es wackelt und es ist nicht gerade stabil, ne? Das ist eine typische westliche Säge. Die kann ich auch nachschleifen. Da werden wir noch was hinkriegen. Was ich aber jetzt habe, auch aus der Bucht, da, mein Samurai-Schwert. Das ist natürlich B-Ware, deswegen war sie so günstig. Aber guck mal hier. Boah. Ja, es ist eine japanische Säge. Sie ist von, wie heißt die Firma, Germania. Ist sehr gut im Preis, sehr, sehr niedrig angelegt. Japanische Sägen muss man ein bisschen aufpassen. Man ist das ja gewohnt, beim Sägen mit dem Druck zu arbeiten. Japanische Sägen funktionieren auf Zug, nicht auf Druck. Ja, ansonsten, das Ding ist scheiße scharf, also auch die günstige Marke, und es hinterlässt einfach mal Sägespuren, die sehr glatt sind. Also noch nicht wie gehobelt, aber doch schon sehr glatt. Ja, das ist mein neues Biest hier in der Werkstatt. Da wird demnächst noch eine Roboja dazu kommen. Das ist die mit den zwei Seiten Blatt. Also da ist auf beiden Seiten geschärft. Die eine Seite ist dann für mit der Faser und die andere für gegen die Faser. Die werden wir auch noch ausprobieren. Aber bis dato haben wir dann schon mal zwei Sägen, mit denen man ein bisschen was machen kann. Ja, ich hoffe, das Ding wird mir viel Spaß bereiten. Ich packe die mal wieder ein. Noch ist hier unaufgeräumt. Ihr seht das. Bericht darüber und wie sie sieht in einem der nächsten Videos. Tschüss.